die Band, Alex und ich, die Idee zu dem Projekt Durstlöscher, oh Gott, jetzt kommt's, ist entstanden, nachdem wir schon ein ganzes Album auf Englisch gemacht haben. Da haben wir gerade Tanz bis zum Ende dann auch fertig gehabt und haben uns dann einfach gedacht so, es hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, gebracht. Lass uns doch damit weitermachen. Wir sind auf Deutsch. Ja. Und dann haben wir einfach angefangen und zapp, zarab war auf einmal ein Album fertig. Ja. Auch wenn ich eine Zeit lang im House-Music-Bereich gearbeitet habe und sie natürlich strikt ihr Hip-Hop-Ding durchgezogen hat, treffen wir uns immer wieder in der Mitte. Und unsere erste Gemeinsamkeit war, dass wir gesagt haben, komm, wir machen Techno-Track, oder? Ja. Und da fing das halt an. Ich mach jetzt Elektro. Ich so, echt, lass uns mal was zusammen machen. Und so hat sich das auch entwickelt. Im elektronischen Bereich sind so viele Songs immer auf Englisch. Und wir haben echt gedacht, jetzt machen wir mal was auf Deutsch. Und haben es auch echt neuen deutschen Elektro genannt, weil es einfach dem entspricht. Es ist schnell, es ist laut, es ist Electro. I love it. 80er-lastig auch. Was mir persönlich sehr wichtig ist. Wir sind ziemlich gleich, sie ist genauso bescheuert wie ich. Aber dafür viel geduldiger und das ist perfekt. Also wir ergänzen uns hervorragend. Als ich angefangen habe, mit ihr zu arbeiten, war es erstens was Neues für mich, weil ich davor noch nie mit einer Sängerin zusammengearbeitet habe, also nicht wirklich. Dann auch nicht auf so einer professionellen Ebene. Dann ist sie der absolute Profi. Sie hat es echt geschafft, mich innerhalb kürzester Zeit dazu zu bringen, selber Musik zu produzieren. Sie hat mich da durchgepeitscht. Ist es vielleicht für sie irgendwie negativ, aber dieser Perfektionismus ist echt, hat das Projekt dorthin gebracht, wo es hingehört. Druck im Club ist einfach, das ist ein dynamischer Track und das ist einfach ein Party-Song und das repräsentiert auch das, was wir sind. Wir kommen in den Club und wir machen Druck. Ich sah aus wie so eine Techno-Klingonin mit so einer Frise Gold, überall Glitzer, Glitzer. Da drinnen war eine Atmosphäre wie auf dem Festival. Also die Leute hatten richtig Spaß. Ich danke nochmal allen, die dabei waren. Es ging ratzfatz, es war der schnellste Videodreh meines Lebens. Mein Durst löscht am besten Apfelschorle. Cuba Libre! Ja. Unser Album wäre nicht so geworden, wenn es keine Männer gäbe. Na, also man achte auf Magnet, Gegenpol, Minuspol, Pluspol, so wie die Beziehung zwischen Mann und Frau.